Servus, hier ist wieder euer Bushi. Heute mit dem Glitch auf der Karte der Riese. Dafür müsst ihr den Zombie wieder Taktik knifen. Das heißt, Waffe wechseln und knifen. Nur knifen darf er nicht. Ich könnte das wieder ein paar Mal machen. Dann müsst ihr in den Anfangsraum auf dieses Gitter hier stellen. Außen. Und durch den Zaun gucken. Und wenn der Zombie kommt, müsst ihr wieder knifen. Und dann werdet ihr wieder nach oben gezogen. Ihr müsst aber aufpassen, hier auf diesem Zaun. Der Zombie kann euch schon schlagen. Das heißt, ihr müsst die richtige Stelle erstmal finden. Hier ungefähr. Es können auch nur maximal zwei auf den Glitch draufgehen. Das heißt, wenn ihr drei seid, der dritte, der wird dann wahrscheinlich so ungünstig stehen, dass er noch getroffen wird. Ist jetzt keiner der effektiveren Glitches bei Call of Duty. Da gibt es bessere, aber er ist ja auch nicht besonders schwer. Wenn man zu zweit ist, kann man ihn gut machen. Ihr seht hier, er kommt auch locker hoch und kann dann auch noch zu mir kommen. So kann man dann auch gut Runden überstehen. Da wir zwei, die mit dem der höchsten Anziehung sind, wird Sprayclad auch draußen auf der Karte etwas leichter haben. Von daher kann auch effektiv sein. Ich glaube, ungefähr hier muss man stehen, damit der Glitch richtig ist. Da müsst ihr ein bisschen ausprobieren, müsst ihr euch ein bisschen bewegen während einer Runde. Dann werdet ihr das sehen. Ja. Ja. Die Zombies sammeln sich hier. Soll ich mit einer kaputten Wodkaflasche kämpfen? In Wirklichkeit kann man die Zombies immer hier abliefern oder irgendwo runterlaufen.